Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, und da geht es auch schon wieder los mit unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Die Schnäppchenjagd ist somit also wieder offiziell eröffnet. Jeder einzelne Artikel, den Sie in den kommenden Minuten sehen werden, ist von uns extra auf gerade mal 5 Euro reduziert worden. Und wir werden Artikel aus unterschiedlichen Bereichen unseres reichhaltigen Portfolios kennenlernen. Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Sie tun das bei uns gebührenfrei, indem Sie anrufen unter 0800 51 51 und 3-mal die 4. Natürlich brauchen wir beide noch ein wenig attraktive Verstärkung. Und die beiden Ladies haben natürlich genau das in der Hand, was demnächst bei Ihnen auf dem Tisch stehen wird. Und deswegen holen wir Sie ganz einfach mal dazu. Merve und Monika werden uns ein wenig begleiten in dieser Sendung. Vielen Dank. So, dann sind wir gespannt, wo die Reise heute hingeht. Es beginnt mit Beleuchtung, ein Riesenthema im Moment bei uns. Ja, natürlich, es ist ja auch sehr, sehr lange dunkel. Okay, jetzt werden die Nächte wieder kürzer, aber ich glaube 17 Uhr, wenn wir jetzt rausschauen, es ist schon stockfinster. Und morgens um 8 wird es erst wieder hell. Dann sind Beleuchtungen natürlich immer richtig, aber das ist was ganz Besonderes, oder? Ja, das ist eine Solar-LED-Wandleuchte. Das alleine wäre für 5 Euro schon ein echter Klopper. Aber hier haben wir einen Bewegungssensor mit dabei. Das heißt, die Lampe geht automatisch an, wenn sich also hier im Einzugsbereich des Bewegungsmelders etwas tut, was ich immer sehr praktisch finde. Muss also nichts ein- oder ausschalten. Das passiert automatisch. Und du hast auch gleichzeitig eine Nachtlichtfunktion. Ich gehe mal davon aus, ja, das habe ich mir fast gedacht, dass dann die Helligkeit deutlich gedimmt wird von 100% im Nachtlichtmodus auf 30%. Ich sage mal, nachts um 3 wird wahrscheinlich eher selten mal jemand an der Beleuchtung vorbeigehen. Abends um 11 vielleicht dann schon etwas eher. Deswegen kann man das hier gerne jederzeit einschalten, so dass man dann eben in der Nacht, wenn also weniger Beleuchtung gebraucht wird, nur 30% Leuchtkraft generiert werden, während zu anderen Zeiten eben 100% dabei sind. Bewegungsmelder, 25 Sekunden, ist perfekt, um auch mal Stolperfallen zu eliminieren, um auch mal sehr schön einen Weg mal so ein bisschen in Szene zu setzen. Eine schöne Wand beispielsweise, spritzwassergeschützt logischerweise, also alles mit dabei. Ich glaube, viele haben vom Parkplatz oder von dort, wo sie ankommen, bis zur Haustür eben noch eine dunkle Strecke. Hat das jemand von euch zu Hause? Haustüre ein bisschen weit weg vom Parkplatz und dann läufst du erstmal durchs Dunkle, bevor das Licht anmachen kannst. Ihr nicht? Nee. Also ich hatte, als wir noch in Freiburg in Buggingen waren, in meinem Haus dort oder in meiner Wohnung dort, Parkplatz bis zum Hauseingang waren 40, 50 Meter, ja, und da war stockfinster. Du konntest Licht immer erst anmachen, wenn du dort bist. Da wäre sowas toll gewesen, vielleicht auch 2, 3, um das zu überbrücken, damit man nicht im Dunkeln läuft. Ja. Aber auch im Garten draußen, wenn du irgendwo eine Treppe hast, eine Stufe, ja, Stolperfalle. Ja. Eliminieren. Und meine Tochter, die hat so eine Terrasse mit Stufen runter in den Garten. Das ist tagsüber wunderbar, aber nachts siehst du die Stufen nicht. Ja. Hier so eine Leuchte angebracht, dann ist die Stolperfalle entschärft. Ja, genau so ist es. Ja? Bei dir am Tennisplatz vorbei, die Angestellten-Trakte und so weiter, kurz an der Garage, wo die 20 Sportwagen stehen. Und ja, dann um bist den Swimmingpool rum. Am Swimmingpool natürlich vorbei. Ja, dann fällt man da noch rein. Ja. Dass man nicht reinfällt. Ja, und dann... Ja, so, und dann hat man hier eine schöne Beleuchtung. Und aber das für 5 Euro. Aber die sehen auch noch toll aus. Das muss ich sagen. Ich denke, im Lampenfachgeschäft zahlst du 20 Euro für so eine Lampe. Mindestens. Also 5 Euro ist ein gigantisch guter Preis. Das stimmt. Und die Lampen sind auch schön. So, der Kundenbeitrag von der... Von der Helga lautet folgendermaßen: Ich habe alle Wege ums Haus mit den Leuchten versehen. Das sieht toll aus und weist den Weg in Anführungsstrichen durch schwächeres Dauerlicht, welches beim Betreten des Erkennungswinkels hell aufleuchtet. Also auch sehr schön. Also auch da ganz klar, wenn also normalerweise das Nachtlicht leuchtet, wenn sich im Bewegungsmelder was tut, geht das Licht hoch und nach 25 Sekunden dann auch wieder runter. Ideal beim Haustür aufsperren, schreibt uns die Henrike. Noch mit der NX9345 und der 569. NX9345 und der 569. Und wir schauen, was Monika und Merve sonst noch so alles für uns im Programm haben. Also so Solarleuchten, ich finde die einfach toll, weil man komplett stromunabhängig arbeiten kann. Och, das ist süß. Das ist aber knuffig. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Wisst ihr, was das ist? Ich dachte, das ist ein Metallkäfer. Ihr wisst ja alles. Ja, wir sind immer die Überraschten. Raten Sie mal zu Hause, was es ist, bevor wir das lüften. Kannst du sowas gebrauchen, Merve? Auf jeden Fall. Also gerade in so einer kleinen Größe. Ich meine, perfekt, irgendwie einfach in die Handtasche.
So, jetzt verraten wir noch, was es ist. Es ist ein Taschenwerkzeug, und zwar 9 in 1. Ja? Und das auf kleinster Größe passt mit Sicherheit an jeden Schlüsselbund. Und dann hast du immer kleines Werkzeug griffbereit. Wir haben eine Zange, wir haben eine Schnabelzange, eine Kneifzange, eine Kabelzange, Schraubenzieher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Messer, eine Nagelfeile und auch ein Nagelreiniger. Oh, das kann natürlich auch mal wichtig sein. Ja. Das Maniküre-Set auch gleich dabei. Ja, das kommen wir hier. So. Und das wirklich auf kleinstem Raum. Ja. Ich habe erst gedacht, so ein Metallfrosch oder sowas. Ungefähr so groß wie so ein 2-Euro-Stück. Mehr hat das ja. Die ist auch ungefähr so leicht. Also merkt man gar nicht wirklich. Also fantastisch, wenn man hier. Ja, und ich habe ja auch Kundenbeiträge. Peter aus Edemissen schreibt, sehr klein und handlich, ein tolles Anfangs-Outdoor-Multitool für unseren Junior. Und der Udo aus Rottenbuch schreibt uns, super Mini-Werkzeug, das man zum Beispiel beim Wandern leicht mitnehmen und gut gebrauchen kann. Ist übrigens rostfreier Edelstahl. Sieht ein bisschen so aus, kannst du dich erinnern, Karl, warst du auch bei der Bundeswehr? Nee. Nicht, ich war bei der Bundeswehr. Erkennungsmarken hat man da am Anfang bekommen. Die haben ähnlich ausgesehen. Also für mich auch ein bisschen so Nostalgie-Look. Okay. Ja. Also richtig toll. So, also ein sehr schönes Teil. Die gefällt mir sehr gut. Also auch in der Farbgebung hier, in diesem, was ist das für ein Material? Stahl? Rostfreier Edelstahl. Rostfreier Edelstahl mit dem Pearl-Logo drauf. Sehr schön. Mit dieser Kette dran kannst du dir also auch sehr schön hier an den Schlüsselbund dran machen. Hat man immer mal griffbereit. Und wie man aber richtig sagt, also irgendwie mal so eine kleine Zange mal für irgendwas. Irgendwas ist ja ständig. Kannst du immer mal gebrauchen, das andere Werkzeug auch mal so ein kleines Messerchen, wenn du mal irgendwas mal aufmachen möchtest, mal ein Paket oder irgendwie sowas. Ja, da brauchst du ständig mal irgendwie so ein kleines Teil. Hast du hier immer griffbereit. Ja, und es gibt viele so Multitools, die sind richtig schwer. Die drücken dann auch in der Hosentasche oder ähnliches. Hier haben wir, Merve, was schätzt du, was fahren wir für ein Gewicht? Es ist super leicht. Ist immer schwierig zu schätzen, ich kann es dir aber sagen, 49 Gramm. Ja? Das ist also nicht zu spüren vom Gewicht her. Und die Bestellnummer für unser Multitool 9 in 1 ist die NC5029 und die 569. Ja, und der Preis, wir sind hier in der 5-Euro-Überraschungsshow, die 5 Euro. Was ich richtig schön finde, Nagelreiniger, Nagelpeile, das kannst du immer mal gebrauchen. Vielleicht auch mal als Gentleman. Wie oft hören wir den Satz, oh, jetzt habe ich mir einen Nagel eingerissen. Ja? Ich glaube, mindestens einmal in der Woche hier in der Firma und Ihnen wird es nicht anders gehen. Komm, lass uns weitermachen. Ja. Ich warte ja immer auf Spielzeug. Zack. Vielleicht habe ich heute wieder eins dabei. Es wird auf jeden Fall ein bisschen größer vom Karton. Bitte schön. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, das sieht nach dieser faltbaren Tasche für den Kofferraum aus, oder? Das ist mein Lieblingsprodukt. Hast du so viele Sachen im Kofferraum? Ja, und bei mir fliegt das sonst alles immer durch die Gegend, im ganzen Kofferraum. Also rast du auch, ja? So rasant um die Kurven. Ja, oder das könnte möglich sein. Fliegen die Weinflaschen immer so durch den Kofferraum. Also wir hatten mal eine Kollegin, da hast du gedacht, du bist im Getränkemarkt, wenn die um die Kurven gefahren ist. Leere Dosen, ich will jetzt nicht die Getränkemarke nennen, aber die sind da... Ja. Aber damit hast du das natürlich organisiert. Es ist sauber drin, aber auch nicht nur das. Also da kann man natürlich auch Zubehör reinmachen und auch Einkäufe erledigen damit. Das stimmt, das erspart auch immer dieses Tütenkaufen. Also gerade bei mir, ich habe das vorhin gemerkt, als ich hierher gefahren bin, ist alles durch den Kofferraum geflogen. Und da ist sowas einfach perfekt. Egal, ob jetzt Putzmittel fürs Auto, wenn man das Auto wäscht, ich meine Lappen, Waschmittel, alles, oder Einkauf oder Flaschen oder Schuhe, alles passt rein. Man kann sogar 2, 3 bestellen, weil ich glaube, in einem handelsüblichen Kofferraum würden sogar 2, 3 nebeneinander passen. Dann hast du den kompletten Kofferraum organisiert. Aber ich finde es eben auch schön, viele haben ja einen Einkaufswagen, dann fährst du mit dem Einkaufswagen zum Kofferraum, lädst es hier rein und wir haben ja diese Griffmulden oder diese Griffe dran. Das kannst du ganz einfach nach oben tragen. Und wenn du es gerade nicht brauchst, dann ist es ja ganz flach zusammenfaltbar. Dann ist es auch nicht im Weg. Also auch eine tolle Option. Ich habe gerade jetzt im Winter hab ich sehr viele so Flaschen und Spraydinger und so weiter. So ein Enteiserspray habe ich drin. Ich habe so ein Frostschutzmittel für Spritzwasser hinten drin. Und noch so 1, 2 andere Sachen, die ich jetzt so im Sommer nicht unbedingt brauche. Also, und logischerweise, wenn du da mal ein bisschen rasanter um die Kurve fährst, dann klappert das wirklich hinten durch den Kofferraum. Das muss nicht unbedingt sein. Da habe ich es dann also dann doch auch gerne etwas aufgeräumter. Wie du hast richtig gesagt. Man kann schön Platz sparen, verstauen, wenn man es nicht braucht. Wenn man es braucht, ist es schnell einsetzbar. Das hat auch der Jürgen aus Bremen festgestellt. Zusammengeklappt, recht klein und unauffällig zu verstauen. Aufgeklappt ist viel Platz für die Einkäufe. Für diesen Preis sehr robust, schreibt er noch. Und der Marvin aus Bad Dürkheim ergänzt noch, sorgt schnell für Ordnung im Kofferraum. Noch eine Kundenstimme vom Heinz aus Kiel. Es tut, was es soll, nämlich den Kofferraum ordentlich aussehen lassen. Ja, recht hat er.
Genau so ist es. Ja, und vor allem dieses Gekleppere, wenn man wirklich mal um die Kurven fährt, wenn man irgendwas hat. Ja, na klar. Ich hatte mal ein Auto, da habe ich ein bisschen hohen Ölverbrauch und ich hatte immer Öldosen, ja, oder Öl, so Ölfläschchen, ja, hinten im Kofferraum. Die sind dann auch von links nach rechts gefahren, geflogen. Ja. Ja. Und da hättest du die auch sauber unterbringen können. Das wäre natürlich auch perfekt gewesen hier. NX7524 und die 569 wäre hier für die passende Bestellnummer. NX7524 und die 569. Hier sehen wir es gerade auch mal mit so ein paar Einkäufen und so weiter. Das finde ich eine unglaublich praktische Idee. Ich habe übrigens neben den ganzen Flaschen und Spraydingern und so weiter, habe ich mittlerweile, glaube ich, bestimmt 10 Einkaufstüten oder sowas in der. Weißt du eigentlich, dass jetzt die komplett verboten sind? Also Tüten. Aber man kauft ja heutzutage diese Papiertüten. Geht auf die Dauer auch ins Geld. Aber auch die reißen auch immer, die Papiertüten. Bitte sehr, Carsten. Ja, auch, das stimmt. Oh ja. Das ist auch was Schönes. Ihr wisst, was es ist. Aber nicht das, was ich vermute. Das ist, glaube ich, ein Aufsatz, richtig? Wisst ihr, was das ist? Nein, ich weiß nicht. Also okay, dann sage ich es euch jetzt. Das ist wirklich ein Aufsatz und zwar für einen Staubsauger. Und mit diesen Röhrchen kannst du auch wirklich an Ecken, in Schubladen oder Zwischensachen durchsaugen, wo du sonst gar nicht hinkommst. Also jetzt toll ist so eine Schublade, in der man viel Gerüst hat, ja, dazwischen drin, oder eine Computertastatur oder die Teppichleiste, wenn du da irgendwo hin willst. Also es gibt ganz, ganz viele hier Momente, vielleicht auch im Regal, ohne das Regal abzuräumen. In Ritzen hineinkommt man. Also das ist wirklich klasse. Hier schreibt uns Dieter, man kommt problemlos auch in Gitter, zum Beispiel bei Heizkörpern. Bodo schreibt uns, das hervorragend bei Reparaturarbeiten in Geräten. Staub- und Schmutzteilchen lassen sich ohne Mühe leicht entfernen und geben den Blick frei. Und was haben wir noch? Der Kurt schreibt uns, ich kann diesen Saugadapter sehr gut zum Staubabsaugen aller Tastaturelemente wie PC-Tastatur und so weiter empfehlen. Da sehen wir im Auto auch sehr praktisch und passt auf jeden handelsüblichen Staubsauger. Also das ist mal was Tolles. Die Bestellnummer ist die NX7866 und die 569. Und hier sehen wir noch mal, Carsten, ein paar Anwendungsgebiete, auch in der Werkstatt zum Beispiel. Ja, natürlich. Ähnlich. Also gerade so die kleinen Ecken, die kleinen Ritzen, wo du jetzt eben mit so einem Aufsatz für einen Staubsauger nicht drankommst, ist natürlich ärgerlich. So im Schrank rum, bevor du jetzt hier die ganzen Bücher und alles rausnimmst, in der Besteckschublade, finde ich es auch mal furchtbar, wenn ich da alles ausräumen müsste oder was, um mal so ein paar Sachen da mal rauszusaugen, fürchterlich aufwendig. Also lässt man es gerne bleiben. Hier kommt man natürlich wirklich mal bis in die kleinste Ritze mit hinein und kann auch mal die kleinen Verschmutzungen, den kleinen Staub und so weiter, also auch mal in der letzten Ritze entfernen. Für einen hygienisch veranlagten Menschen sicherlich ein ganz, ganz toller Artikel und eben passend für alle handelsüblichen Staubsaugergeschichten, die Staubsaugerstangen. Wirklich eine tolle Angelegenheit. Auch hier, da setzt sich so viel Staub fest, Spinnweben und so weiter. Ja, sowas nimmst du da nicht auseinander und staubst jetzt hier so Feuerholz einzeln ab. Da gehst du mit dem Sauger drüber und fertig. Aber gerade die eine Zuschrift mit den Heizkörpern, das fand ich interessant. Man ist immer überlegen, wie komme ich da sauber zwischen rein. Und dann gibt es ja auch immer diese Halterungen, da setzt sich auch Staub ab oder ähnliches. Ja. Also auch da, aber hier sehen wir Regale. Ja, okay, die paar Bilder hätte ich noch runter machen können, aber ansonsten wirklich toll. Oh, das ist auch schön, wenn man so Zierblumen in Blumenvasen hat, da setzt sich ja auch Staub und Schmutz ab. Kann ich ebenfalls machen. Ich glaube, Sie werden noch mehrere Ideen haben und es passt zu jedem handelsüblichen Staubsauger. Ich glaube, in der Schublade wäre schon lange mal nötig gewesen, oder? Ja, die kannst du an sich. Du, aber ich denke mir auch, wenn du mal Kaffeepulver irgendwo verschüttest, wo du schlecht hinkommst. Das ist auch eine Sauerei. Weil das hat mich jetzt gerade mit der Dicke an Kaffeepulver. Alter. Oder wenn du Zucker umkippst, toll, und da mal was daneben kommt. Also da ist also immer wieder eine Sauerei vorprogrammiert. Kann man dafür sehr, sehr gut gebrauchen. So, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Oh, auf jeden Fall ein Preisalarm. Das heißt, hier ist wieder ein Produkt, welches normal viel, viel hochpreisiger ist. Und deshalb für Sie jetzt hier eine Begrenzung. Maximal ein Stück pro Besteller, egal was die Mädels jetzt auspacken. Und das ist ein Netzteil. Mhm. Ja. So, jetzt muss man gleich dazu sagen, ein Netzteil für gerade mal 5 Euro. Da bin ich gleich mal gespannt, was das regulär normalerweise kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Und auch bei Pearl.de, ich behaupte mal, so unter 15 Euro ist so ein Mehrfach-Netzteil gar nicht zu bekommen. Wie viel ist das? Um die 30 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung, wundert mich überhaupt nicht. Denn wir haben hier ein 3-Port-USB-Wandnetzteil mit einem LED-Display. Und dieses LED-Display zeigt nach dem Einstecken die Ladespannung und danach den Ladestrom für eingesteckte Geräte. Für alle, die es wissen möchten, haben sie es hier entsprechend rot beziehungsweise grün markiert, wie viel Strom
drauf ist und wie viel Strom von den einzelnen Geräten entnommen wird. Finde ich eine hervorragende Angelegenheit. Und um den Preis nochmal zu unterstreichen, unser günstigstes Netzteil, das ist ein einfaches Netzteil, kostet 5,62 Euro im TV-Sonderpreis. Hier haben wir dreifach, ja, das heißt drei Geräte gleichzeitig laden, die LCD-Anzeige noch und das jetzt für 5 Euro. Jetzt schauen wir mal kurz auf pearl.de, was denn für diesen Artikel der reguläre Preis ist. Und jetzt werden wir es gleich sehen und ich höre schon 11 Euro. Das ist schon sehr, sehr günstig, aber jetzt für 5 Euro. Das ist der Hammer. Ja, das ist super. Das sollte man auch unbedingt mitnehmen in den Urlaub. Wart ihr schon mal mit einem Partner oder mit Schwester oder so in einem Zimmer, Hotelzimmer? Mhm. Und da gibt es genau eine Steckdose neben dem Fernseher, an die man ein Netzteil anschließen kann. Und da gibt es immer Streit, weil Strom fließt nur, wenn ich die Schlüsselkarte drin habe. Ja. Wer lädt jetzt sein Handy? Meinen Bruder. Ah, okay, mit deinem Bruder drum gestritten. Ja. Da ist das natürlich intelligent. Ich schlug sogar an den Couchtisch. So, der Ingo. Aber der aus Triefenstein, der schreibt uns, super Ladestecker, vor allem, weil drei Geräte gleichzeitig zu laden sind. Viele haben immer das Problem, dass man vielleicht ein oder zwei oder vielleicht drei Steckdosen nebeneinander hat. Die sind aber auch mit anderen Geräten besetzt. Wenn du jetzt zwei oder drei Handys, vielleicht ein E-Book-Reader, ein Tablet-Computer oder was anderes dann eben auch noch mit Strom versorgen möchtest, brauchst du zwei oder drei entsprechende Steckdosen. Hier brauchst du eine Steckdose und kannst gleich drei Geräte entsprechend laden. Das hat auch der Jürgen aus Lauterhofen festgestellt. Dieses USB-Netzteil ist genial. Unterstützt auch Schnellladefunktion. Dankeschön, top, schreibt er. Und der Christian aus Senftenberg ergänzt noch, ich benutze das Gerät für Motorradreisen und kann damit gleichzeitig die zwei Kommunikationsgeräte der Helme und das Handy laden. Super beim Mangel an Steckdosen in den Übernachtungsorten. Ja, das, genau. Ja, aber der Zweck heiligt die Mittel und das ist der Zweck. Und die Mittel haben Sie zu Hause und das ist der Telefonhörer. Greifen Sie zu mit der PX3245. Und die 569 PX3245 und die 569, eins pro Besteller ist ein Preisalarm hier bei uns im Haus. So, wir gucken weiter. Was kommt? Also wir gehen heute wieder quer durch den Produktgarten und mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Oh ja. Oh ja. Und wir bleiben beim Smartphone. Das passt natürlich wunderbar. Und das ist, kennt ihr das? Hast du ein Ladekabel? Da sagt man ja und dann stellt man aber fest, ich habe das falsche System. Der eine hat Apple, der andere hat Micro-USB, USB-C. Aber das ist ein Ladekabel für alle in Deutschland vorhandenen Handys. Es gibt ja nur noch drei Anschlüsse, Micro-USB, USB-C und Lightning-Anschluss von Apple. Aber da ist alles dran. Ja. Was habt ihr für Handys? iPhone. Mhm. Also Apple. Also ihr braucht Lightning, ich brauche USB-C. Was brauchst du? Ich brauche auch ein Lightning. Auch Lightning. Also gut. Aber schön ist, man kann, glaube ich auch, du musst mal auf den Zettel schauen, alle drei parallel benutzen. Das kann man wohl, ja natürlich. Ja, das geht wohl. Ja. Ja. Also drei Handys gleichzeitig anschließen. Der eine hat ein Samsung-Gerät, der andere auch und der andere hat ein Apple-Gerät und alle kann laden. Und du hast ganz viele Freunde. Du hast wirklich nie das falsche Ladekabel. Übrigens, bei uns sind oftmals in der Garderobe Ladekabel ganz, ganz rar. Und gerade die Lightning-Anschlüsse werden sehr oft von den Damen gesucht. Aber hier, egal was man sucht, man findet es hier. Ne? Ja, und ich nehme das auch ganz nicht mit oder so. Du, für 5 Euro günstiger kannst du ja gar nicht bekommen. Und nimm es nochmal in die Hand, weil das hat so eine Textilummantelung. Und das war früher bei Elektrogeräten gang und gäbe. Warum? Weil die sehr, sehr haltbar sind. Hat man dann irgendwann aus Kostengründen nur noch Plastik gemacht. Aber mit diesen Ladekabeln hast du auch lange Freude, weil die so robust sind. Nicht zweimal so hin und her bewegt und dann brechen sie und sind kaputt, sondern da hat man lange Freude dran. Ja, und ich habe hier eine Flut an Kundenstimmen und die sind alle voll des Lobes. So schreibt uns die Inga aus Ludwigsburg beispielsweise. So habe ich das richtige Ladekabel zur Hand, vor allem wenn Besuch kommt und sie müssen schnell ihr Smartphone laden. Das ist ja dann häufig so, dann hat man eben das richtige Kabel nicht zur Hand, oder ist das Geschrei wieder groß. Dann haben wir hier noch eine Kundenstimme von Ignaz aus Bochum. Ich habe mir dieses Kabel bestellt, da mein Besuch oft sein Ladegerät vergisst und ich durch dieses Kabel in Verbindung mit einem beliebigen USB-Netzteil auch einfach aushelfen kann. Schnell und einfach kann ich so ziemlich jedes Gerät laden. Mittlerweile wurden schon einige dieser Kabel nachbestellt. Dankeschön an Pearl TV. Wir sagen Dankeschön nach Bochum, lieber Ignaz, an dieser Stelle. Und eine möchte ich auch noch erwähnen, das ist die Anna aus Schleiden. Die schreibt uns, sehr stabiles Kabel mit drei aktuellen Anschlüssen, Android, USB-C und iPhone. Absolut empfehlenswert. Jetzt sind Sie dran, Sie dürfen gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Und das gibt es hier mit der PX2460 und der 569. PX2460 und die 569. Natürlich hier nochmal zu erwähnen, diese robuste Textilummantelung, die das Kabel definitiv in meinen Augen etwas deutlicher, robuster macht, als das normalerweise mit den mitgelieferten Ladekabeln überhaupt der Fall ist. So, wir gucken, was als nächstes kommt. Auch ich
sehe es schon. Also jetzt hat man ja gerne Ordnung und ich kenne die. Oh ja, fangen wir mit den Kleinen an. Schauen wir mal, weil wir haben kleine und große. Kurze Frage an die Regie. Die großen Boxen brauchen wir erst. Ja? Und das ist ein Zweier-Set für 5 Euro Aufbewahrungsboxen für natürlich Regale. Also man kennt diese Regale, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Die haben mittlerweile alle so eine Normgröße von etwas über 30 mal 30 Zentimetern. Ja. Und da machst du das rein. Und das sieht dann richtig ordentlich aus. Grimmskrams. Ja? Ich sage jetzt mal, Frage an euch. Wo macht ihr zum Beispiel eure Strumpfhosen hin? Das ist nur eine ganz reelle Frage. Die fliegen so überall rum. Die fliegen so überall rum. Und so gibt es ja viel Zeug. Bei uns Männern ist es oft Kabelgedöns. Ja? Wir haben ja alle so eine Kabelkiste. Alles aber Elektro. Egal, was für Grimmskrams man hat, es passt hier rein und es sieht immer aufgeräumt auf. Wir fangen mit den Großen an. Wir haben nachher auch noch diese kleinen Sets. Aber die Großen, die passen genau in diese Regale. Und auch im Kinderzimmer. Spielzeuge, da passt alles rein. Es ist ruckzuck aufgeräumt, weil man ist ja immer wieder überrascht, wie schnell Kinder ein Kinderzimmer verwüsten können. Aber da könnte man es ähnlich schnell wieder aufräumen. Was würdet ihr reinmachen in so eine Box? Also in die Großen erstmal. In den Großen? Ich würde hier Socken, Unterwäsche oder auch die ganzen Ladekabel von mir oder Lockenstab und so weiter. Das fliegt bei mir auch immer alles so rum und das sieht nicht schön aus. Und ich finde, so sieht das viel besser aus. Mhm. Carsten, heutzutage ist man ja sehr modern, offen eingerichtet. Keine riesen Einbauschränke mehr mit 100 Fächern. Das heißt, man hat eigentlich immer zu wenig Stauraum, wo man eben mal jeder sehen soll, verstauen kann. Aber damit, Zweierset, hat man es... Kannst du locker ins Regal stellen. Sieht richtig gut aus. In diesem Anthrazit-Grau gehalten. Also sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Das ist ein Zweierset, wohlgemerkt. Das ist ein Zweierset. Ja. Und ich bin mir relativ sicher, im Möbelhaus zahlst du für eine solche Kiste an die 10 Euro. Mhm. Jetzt haben wir ein Zweierset für 5 Euro. Bestellen Sie es, wenn Sie gerade solche offenen Regale haben. Die Bestellnummer ist die NX8219 und die 569. Aber Merve war gerade schon angetan von den kleinen Boxen. Und da haben wir jetzt sogar ein Viererset für 5 Euro. Genau, da ist noch eine. Das könnte ich mir auch gut vorstellen im Bad, oder? Ja. Im Bad. Jetzt denke ich aber gerade bei dieser Größe hier auch mal an CDs, an DVDs, alles so in dem Bereich zum Beispiel. Die normalerweise ja auch ganz gerne mal im Schrank stehen und dann auch vor sich hinstauben. Aber ich glaube, da kann man sich hervorragend unterbringen. Post, so eine typische Briefgröße, fände ich auch mal ganz interessant. Ja, warum nicht? Ja. Also ich glaube, da kann man vieles reinmachen. Aber ich bleibe jetzt noch mal beim Bad, weil da hat man oftmals so kleine Fläschchen, Tübchen. Oder man hat auch Medikamente, die man irgendwo hinmachen muss, wo nicht jeder sehen soll. Hier ist es aufgeräumt, man hat eine Grundsauberkeit. Und es ist ein Viererset. Und ganz egal, was Sie reinmachen wollen, ob CDs, ob... Unterwäsche, Socken, habt ihr vorhin gesagt, das passt, glaube ich, auch. Habt ihr noch andere Ideen? Zum Beispiel auch Gästehandtücher. Einfach gerollt da reinlegen und dann kann man die schön dahin drapieren und dann kann man sich da immer bedienen. Handtücher oder weiß ich nicht, Abschminktücher. Also das mit den Gästehandtüchern, sehr, sehr edel, da hast du recht. Einfach Papiertücher, klar. Dass die Hygieneartikel nicht so rumliegen. Also hier hören wir auch Nähartikel, lese ich hier, Schreibsachen, Krimskrams, Kerzen, Anschlusskabel, Zubehör fürs Handy, Computer. Eigentlich alles, was nicht sofort sichtbar sein soll, was schön verstaut werden soll. Und das Viererset dieser kleinen Aufbewahrungsboxen, das hat die Bestellnummer NX8224 und die 569. Und die großen Boxen sage ich Ihnen auch gerne nochmal. Aber da steht es auch nochmal eingeblendet, die NX8219 und die 569. Und dann hast du eben auch, ich sag mal, auch wenn du viel Krimskrams hast, hast du zumindest auf den ersten Blick wirklich immer eine aufgeräumte Wohnung. Ja, vor allem, wenn spontan mal einer reinkommt oder sowas, wenn spontan mal an der Tür klingelt, machst du eben so und hast den Kram ganz einfach vernünftig verstaut. Und jeder hat reichlich Krimskrams zu Hause, den man normalerweise nicht unbedingt anderen zeigen möchte. So, das ist richtig cool. Lass mich das nehmen. Ich liebe ihn. Also so Staubwedel kennt, glaube ich, jeder. Aber das hier ist wirklich für alles geeignet, weil, jetzt achten Sie mal bitte drauf, was ich hier mache. Schauen Sie mal, das ist ein Teleskopstaubwedel. Da komme ich in die letzten Ecken, selbst im Altbau bei einer 5-Meter-Decke. Und Sie hier sogar bis zu mehr. Nein, keine Angst, ich mache es jetzt nicht, aber Sie sehen hier diese Reichweite. Wie viele Meter sind das? Moment, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich war gerade so fasziniert. Wir haben ihn übrigens getauft. Es ist unser Purple Fifi. Fifi, okay. Frag mal Diana. Das ist enorm. So, du wolltest wissen, wie lange? Ja, 2,80 Meter. So, und jetzt machen wir mal normale Körpergröße. Also ich
gehe jetzt von mir aus, 1,75 mit Armlänge, dann sind wir schon bei 2,20 Meter plus. Wie viel? 2,80 Meter? 2,80 Meter. Dann habe ich 5 Meter Reichweite. Überleg ich komme an 5 Meter hohe wow. Decken. Ja, ja, ja. Und jetzt werdet ihr wieder lachen. Ja? Aber wir Älteren, wir haben da auch ein Problem, wenn es runter in die Knie geht. Und hiermit kann ich das auch kurz machen. Schau mal, ohne mich zu bücken, kann ich auch mal unten die Fußleisten sauber machen. Das ist auch wichtig, aber nach oben natürlich die Reichweite unglaublich. Wohnt jemand von euch im Altbau? Ja. Altbau, hohe Decken, oftmals noch so ein Holzkreuz oben in der Ecke, kommst du nicht dran. Hiermit kommst du richtig schön rein. Und guck mal, 5 Meter, das ist also schon ganz schön. Oh ja. Wow. Beeindruckend, oder? Ich finde es klasse, dass man oben diesen Purple Fifi, also diesen eigentlichen Wischmopp da oben dran, also auch noch in sich biegen kann. Finde ich also auch hervorragend. Also auch wenn du irgendwie so über ein Rohr oder sowas drüber gehen möchtest, da mal was abstauben willst oder mal so in die Ecken rein, dann kann man eben auch das ohne weiteres machen. Lässt sich eben mit der Länge variabel einstellen. Und das hat auch die Sarah aus Emstetten entdeckt. Unverzichtbar für die Entfernung von Spinnweben an hohen Decken, in kleinen Zwischenräumen eigentlich überall einsetzbar, wo sich Staub tummelt. Und der Sören aus Marienfeld schreibt uns, ich nutze den Feldwebel zum Staubsaugen. Nein, ich nutze den Staubwedel auch gerne für die Fußleisten. Geht schnell und rückenschonend. Ach, da bin ich nicht der Einzige. Ich war da auch gedanklich ganz bei dir. Mhm. Ja, guck mal jetzt hier. Also du aber auch rein. Aufschränken. Hast du da mal oftmals hast du ja gerade oben an der Decke noch 10 cm gerade im Schlafzimmerschrank. Wer klettert denn da schon freiwillig rauf und macht da oben sauber? Da sammelt sich ja einiges an. Da gehst du ganz eben mal drüber. Ist natürlich auch waschbar, das gute Stück. Das gehört sich doch von selber. Ist ja logisch. Und man kann den eben hier auf eine Länge von bis zu 2,80 Meter ausziehen. Das ist also wirklich schon Spitzenklasse, eben den Kopf auch nochmal in sich biegen. Also der kommt wirklich überall dahin, wo man normalerweise überhaupt keine Chance jetzt, hat. Jetzt hast du mir erzählt, du hast Kehrwoche gehabt. Du wohnst ja in so einem Mietshaus, da ja, hat man richtig, ja auch Kehrwoche. Richtig. Und im Hausgang sind die Decken ja auch immer viel höher. Da kommst du ja auch nicht dran. Das ist richtig. Da ist das also auch in jedem normalen Mietshaus eigentlich auch da ein Da bringst du mich auf eine sehr gute Idee. Also da oben dran zu kommen, so eine lange Leiter habe ich nicht. Das wäre auch mal eine Idee. Das sammelt sich ja einiges an. NX 9687 und die 569. NX 9687 und die 569. Für unseren Purple Fifi, den biegbaren Mikrofaser-Staubwebel. Ja? Staubwebel, ja, das Wort muss ich mir merken. Wird sicher nächstes Jahr ein Duden aufgenommen, der Staubwebel. Der Staubwebel. Sollen wir mal weiter mit? Und da bin ich mir relativ sicher, dass euch das gefällt. Ja. Schön. So, das ist ein Dreier-Set Deko-Zweige, also 3 Deko-Zweige mit je 48 Kunststoffknospen und 8 LEDs. Das Ganze batteriebetrieben und damit kann man jetzt eine schöne, ich sage jetzt auch mal, Frühlingsdeko machen. Sieht aus wie Weidenkätzchen. Weidenkätzchen, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Auch mein erster Gedanke. Finde ich per se schon sehr schön, wenn es so ins Frühjahr hineingeht. Für mich so ein Frühlingsbote. Aber das Ganze dann eben jetzt auch noch mal richtig schön beleuchtet. Finde ich ein Stück schon sehr schön, aber auch mal 2 oder 3 zusammen. Vielleicht ein bisschen größer noch vom Busch her. Schön angelegen. Es sind schon 3. Also 3 mal 8, das heißt 24 LEDs haben wir schon. Und dann 3 mal 48, 144 hier Knospen, die wir haben. Und das sieht richtig schön aus. Wir haben es gerade in der Vase gesehen. Das kann man natürlich sich dementsprechend hinrichten. Man braucht auch keinen Kabelanschluss, weil das ist batteriebetrieben. Ist so ein kleines Batteriefach dabei. Und warmweiß sieht natürlich immer gut aus. Ja, wir sehen das hier schon umgerichtet. Einfach nur in der Hand genommen, sieht es schon toll aus. Aber ich glaube, wenn man das in einer kleinen Blumenvase drapiert. Wer von euch ist so ein Deko-Freak? Wer dekoriert gerne? Wir beide. Ja. Wo würdet ihr das hinmachen bei euch in der Wohnung? Ich würde das auf mein TV-Board stellen. So links und rechts 2 Stück. Fensterbank wäre auch schön was schönes. Ja, oder an die Fensterbank. Davon. Oder auch vor der Tür, so damit, wenn man Gäste kriegt, dass schon mal ein Hingucker ist. Ja. Und ich finde auch, man könnte sie 2 zusammen bestellen, weil dann wird das einfach größer und sieht noch schöner aus. Je mehr, desto besser. Ja. Bis zu 5-mal dürfen Sie hier zuschlagen. Wow. Und die Bestellnummer ist die NX 8796 und natürlich die 569. Und das machen Sie schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschungsshow mit vielen Highlights, die wir hatten. Und ich glaube, Sie bekommen alle Schnäppchen, die Sie möchten, weil seien Sie bitte schnell, unsere Kontingente sind immer sehr, sehr begrenzt. Und denken Sie dran, die 5-Euro-Überraschungsshow gibt es jeden Tag um 17 Uhr und um 19 Uhr. Und das auch heute. Die 10-Euro-Überraschungsshow, da geht die Schnäppchenjagd weiter und jetzt bleiben Sie bei uns. Es geht spannend weiter.